Wir sind mitten auf dem Kiez und zwar im Skurrilum und das ist Lukas Nimczyk, der Geschäftsführer. Ja, Lukas, was ist denn das Skurrilum, bitteschön? Ja, das Skurrilum ist ein sogenanntes Escape Game. Das heißt, wir sperren unsere Besucher, 8 an der Zahl maximal in diesem Raum, für eine Stunde hier ein und die dürfen Rätsel lösen, Codes knacken, Kettenreaktionen auslösen und kommen irgendwann hoffentlich aus dem Raum hier wieder raus. Und wow. In welchem Raum sind wir jetzt gerade? Wir sind gerade im Malvinis Vermächtnis. Das ist so ein Raum der 20er, 30er Jahre und der hat mal einem sagenumwobenen Zauberer gehört, der ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Und er hat probiert, mit den Toten zu kommunizieren, Seancen veranstaltet. Also hier wird es ein bisschen schaurig. Und wollen Erwachsene einfach mal Kind sein hier? Oder ist es eine Art Therapie? Ich glaube ja. Also wir haben durchaus Besucher, die erstmal skeptisch kommen, weil sie vielleicht von ihren Kollegen oder Freunden dazu überredet worden sind, die hier ankommen und sagen, ich soll jetzt hier spielen. Und die gehen natürlich nach 10 Minuten, also wenn sie hier drin waren und ein bisschen gerätselt haben, raus wie kleine Kinder. Also habe ich schon öfter erlebt. Großartig. Und wir haben übrigens Lukas Nimczyk demnächst bei Talkdot. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich mich auch.